Der Boss ist nicht das Schlimme. Das Schlimme ist, dass man immer wieder eine Stunde zurücklaufen kann. Wisst ihr was? Ich behalte jetzt einfach die Rüstung an. Das Schild wechsle ich um, aber ich hoffe mal nicht, dass ich in so eine Bredouille kommen soll, dass ich da jetzt richtig groß kämpfen muss. Und dann sollte ich ja das Schild haben. Ich meine, Großteil der Rüstung hatte ich bis gerade eben auch noch an und habe gut gegen die gekämpft. Sogar gegen so einen Steintyp, von dem her. Ja, sollte das passen. Hm. 8000 Seelen liegen da oben. Jetzt 9000. Hier die zwei Bäume, dann da hinten noch die zwei Bäume und dann... Mehr brauche ich ja schon gar nicht. Ich glaube bisher auch der schwerste Boss, würde ich jetzt behaupten. Also die Gargoyles waren ja auch gar nicht leicht. Aber der ist halt einfach bloß schwer, weil man halt so lange ausharren muss. Ah, ich weiß, was ich mache. Zweitwaffe Gargoyle-Axt. Und während da dann Dings, weil dadurch erhöht sich, glaube ich, mein Block. Oh, ich sollte vielleicht hier nicht irgendwie Ausrüstung auswechseln oder sowas. Das mögen die Bäume nämlich gar nicht, wenn man nicht auf sie achtet. Oh, scheiße. Ja, jetzt bin ich so gut wie tot wahrscheinlich. Oh, ja, komm schon. Und rennen. Die Bäume sind manchmal so mies. Vor allem, weil sie halt auch so eine riesige Reichweite haben und dann sowas machen. Ja, super. Ganz ehrlich, ihr beiden geht mir gerade richtig auf die Nerven. Und das habt ihr ja noch... Also so habt ihr es noch nie gemacht. Ja, komm, plündern würde ich. Ist doch mir egal. Okay, zwei Tränke sind futsch. Scheiße. Das ist... Ja, ich brauchte nämlich wirklich jeden Trank. Aber wie gesagt, ich nehme die Gargoyle-Axt. Dadurch habe ich jetzt erstmal hier ein paar bisschen Zeug. Aber dadurch geht mein Block hoch. Aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Es sieht mir aber nach einem Schild aus. Ich kann mir nichts anderes sagen. Oder geht meine Dings höher? Schneller? Nee. Ich hätte es gerade gedacht, vielleicht geht meine Ausdauer dann schneller nach oben, aber... Nee, so war das nicht. Das da, weil, wie gesagt, es heißt wahrscheinlich Block hoch. Ich habe keine Ahnung. Ich finde es sehr schade, dass es nicht erklärt wird. Ja, an sich... Habe ich mich daran gewöhnt, in Anführungszeichen, weil zumindest früher, heutzutage hat sich, glaube ich, ein bisschen gebessert, aber zumindest früher war es in Monster Hunter ja ähnlich. Ich muss, beziehungsweise kann das Spiel immer wieder mit Monster Hunter vergleichen, weil es relativ ähnlich ist. Und von dem her wurden da viele Sachen auch nicht erklärt, was, wo man dann keine Ahnung hatte. Und einfach mal auf gut Glück. Und von dem her muss ich hier das jetzt einfach auch machen und ich denke einfach mal, dass es... Ja, das ist Block hoch heißt, obwohl ich da jetzt nichts gesehen habe. Wo sind meine Seelen? Da, gut. Ich weiß jetzt nur nicht, ob... Ja, weil es brachte ja... Na, keine Ahnung. Schau mal einfach mal, ob es diesmal besser geht. Einfach direkt vor ihm stehen bleiben. Und da dann... Nee, das ist gar nicht gut. Das ist an sich auch nicht okay. Ich denke, wenn er eher vor mir steht, dann kann ich eher... Es ist dann eine Entscheidung. Entweder... Ups, das mag ich auch gar nicht, wenn er über mir fliegt. Aber noch macht er ja noch keine Blasen. Ja, nee, das ist... Nee, wenn es dann so seitlich kommt, dann bringt es überhaupt nichts. So ist gut, ja. Also es muss sogar leicht seitlich kommen. Weil sie sind zwar zielsuchend, aber nicht so unbedingt super. Ja, scheiße. Ja, okay. Ich habe bisher auch an sich kein einziges Mal geblockt. Es geht auch so schwer, das zu blocken. Furchtbar. Gehst du ran? Du gehst ran, ja. Sofort nutzen. Jedes Dings. Und sofort immer wieder drauf. Und noch einmal. Das war viel zu knapp an sich. Okay, jetzt ist es an sich schnell abklingen lassen. Wie viel macht denn das jetzt an... D
Das geht aber an sich tatsächlich. Wenn man da dann noch durchkommt, also das ist nicht jedes Mal. Das muss ich abwehren, Herrgott nochmal, aber es, man kann es halt auch nicht sehen oder hören. Ja, das macht nämlich an sich kaum mehr Schaden. Ich muss mit dem an sich wieder aufhören. Okay, vielleicht habe ich ihn ja so ein bisschen durchschaut. Vielleicht kann ich ihn ja jetzt besiegen. Zwar mit einer absolut affigen Rüstung, aber... Hey, Rüstung ist Rüstung. Ich habe halt nur noch zwei Tränkchen. Nee, hier, so, hier darf ich an sich nicht. Muss mit dem an sich aufhören. Oh. Ja, das ist halt gemein, wenn er es dann zweimal macht. Oh, er kommt wieder ran. Ah, da bin ich viel zu spät. Viel zu spät. Los, ein Drittel muss es sein. Ein Drittel muss es sein. Also, ja doch, genau. Na, da wollte ich nicht mal riskieren. Es hätte wahrscheinlich noch gereicht, aber wie gesagt, ich wollte es nicht riskieren. Oh, ist das jetzt nur noch ein Drittel? Ja, sehr schön. Ja, den Dingen kann man ausweichen, das geht. Ach so, ja stimmt, jetzt hat er ja seinen Mondlichtstrahl. Oh, das war knapp. Ich nenne ihn einfach mal Mondlichtstrahl, weil das ein Mondlichtschmetterling ist, deswegen. Und ich mag den Boss, also er ist auch sehr, sehr schön. Definitiv. Ist sehr elegant und sowas, aber haut auch, wie gesagt, richtig drauf. Okay, Mondlichtstrahl. Die Blase hat er noch nicht gemacht, das erstaunt mich so ein bisschen. Aber ich bin jetzt auch so gut wie tot. Da ich halt keine hundertprozentige Dings habe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, nein, 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 das war das an sich das Falsche. Na gut, ging. Oh, komm nochmal ran. Jetzt muss es klappen. Entweder top oder flop. Das war nichts. Ja, danke schön, dass es jetzt sofort machst. Okay, 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 okay. Nee, 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 das reicht nicht mehr. Ich wollte jetzt an sich schnell auf die Armbrust umwechseln, aber das, wie gesagt, das reicht nicht mehr. Genauso wie das vielleicht nicht mehr reichen könnte. Doch, ging sogar. Aber wenn er sich verstärkt auf das Dings konzentriert, auf das... Upp. Nee, ich glaube, die Blase kann man tatsächlich nicht so abwehren. Ob das gereicht hätte? Ob das gereicht hätte, ich weiß es nicht. Aber die Gargoyle-Axt bringt... Ah. Das Ritterschild dann statt der... Ja, aber den kann ich nicht abwehren. Dann vielleicht doch, habe ich da noch die Brandbomben ausgewählt? Nee, habe ich nicht. Wieso denn nicht? Ach so, weil ich ja... Stimmt ja. Probiere ich ihn mal mit den Brandbomben zu treffen. Das könnte gut Schaden machen, könnte ich mir vorstellen. Ah, ärgerlich, dass es jetzt nicht geklappt hat. War eine gute Runde. Ja, kommt natürlich darauf an, wie man gute Runde bezeichnet. Aber ich fand es jetzt keine schlechte Runde. Und wie gesagt, es ist jetzt zwar langweilig, da jetzt Ewigkeiten, ja, eine Stunde ist jetzt, da rumzugucken und den Boss zu besiegen, aber erstens mal wüsste ich jetzt keinen anderen Weg. Ich könnte jetzt zwar farmen, hier ein paar Seelen farmen, aber das finde ich immer ein bisschen doof. Und an sich habe ich keinen Level-Nachteil, denke ich. Ich habe einfach bloß den Nachteil, dass ich kein Fernkämpfer bin. Beziehungsweise keine große Magieabwehr habe. Und, ja, ich habe keinen anderen Weg und außerdem will ich jetzt nicht... Also die 6000 Seelen, die werden... Wo kamen die ganzen Seelen überhaupt her? Am Anfang hatte ich bestimmt keine 6000 Seelen. Ich bin jetzt gerade wirklich am Überlegen, wo die ganzen Seelen herkommen. Weil, wie gesagt, das sind an sich definitiv zu...
Die ganzen Seelen, ja, es kommen ja nicht immer bloß von diesen 600, oder? Ich bin mit 6000, glaube ich, zum ersten Mal in den Kampf rein. Die Bäume da jedes Mal 700, okay, dann der Typ einmal 600. Da waren 5 Bäume je 100, sind auch nochmal. Ja, sind wir da schon bei 2000 circa oder sowas. Plus da nochmal 2000. Ich habe es jetzt nicht genau ausgerechnet, aber es ist dann des Öfteren mal da die 400, beziehungsweise die 700, ja. Aber dass es so schnell so viel wird, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also wie gesagt, ich bin ja mit knapp 3000 Seelen bin ich gestartet. Und jetzt dann knapp 10.000 Seelen zu haben, das... Ja, das beeindruckt auch so ein bisschen. Dass man trotzdem, wenn man den Weg einfach immer bloß geht, trotzdem so viele Seelen bekommt, ohne explizit jetzt farmen zu gehen. Nur mit 10.000 Seelen, 3, 6, 2, vielleicht 3 Level, wenn's gut läuft. Was natürlich auch heftig ist, dass ich da bloß 3 Seelen dann dafür bekomme. Das einfach nochmal probieren, ich bin mir halt so unsicher. Ich dachte schon, er tut sich gleich jetzt hinlegen. Das wäre natürlich der Hammer gewesen. Ich probiere es nochmal damit. Das darf ich halt nicht machen. Furchtbar. Beziehungsweise darf ich nicht sofort immer Tränke trinken. Ah, ja, jetzt kann ich einen Trank trinken, weil ich ein Idiot bin. So, das wollte ich an sich machen. Ja, das war auch wieder sehr doof. Ja. Wenn man ablockt, dann sind die Dinger nicht schwer. Also nicht stark. Vor allem, wenn es dann bloß einer ist. Ja, so, sehr schön. Jetzt könnte ich langsam auch mal das erstmal rangehen. Ich hätte gedacht, da schießt er jetzt tatsächlich. Hätte ich nicht mitgerechnet, dass er da nochmal die Dings macht. Das sind die, ja, genau. Ich glaube, man kann es doch hören. Aber ich denke, dann ist es zu spät. So, sehr schön da drauf. Da bräuchte ich an sich auch wieder so viel mehr Ausdauer. Und nochmal einen Schlag. Und er macht immer noch jetzt nochmal einen Schlag. Und puh. Das war fast halbe Leben. Wow. Wow. Das muss jetzt noch ein paar Mal so klappen. Weil irgendwann tut er ja dann auch weniger. Also nicht mehr allzu lange dranbleiben. Was natürlich auch sehr gemein ist, wie ich finde. Aber ja, gut, okay, so ein typisches Boss-Prinzip. Seine verwundbare Stelle wird dann halt immer kürzer sichtbar von mir aus. Wenn sie es denn so unbedingt wollen, dann dürfen sie es ja auch machen. Na super, ganz ehrlich, ganz klasse. Aber man hat nicht wirklich Zeit, da die Armbrust rauszuholen. Ich guck mir nochmal die Dings an, ob sie auch wirklich... Denn ich kann mir vorstellen, dass es Schadenreduktion, das steht, glaube ich, bei keinem, also Magie oder Schadenreduktion macht er aber. Achso, dann sollte ich auch damit dann vergleichen. Ja, Magie macht er kein Stück mehr. Ah, scheiße. Okay, dann muss da halt auch wieder die Armbrust dran. Die Armbrust, du hast schon die. Partisane. Naja, keine Ahnung. Nehmen wir die da einfach. Na, das ist schade, dass sie nicht Magie hochbringt. Ha, furchtbar. Und ich hänge hier wieder so ewig dran. Kaum zu glauben, ganz ehrlich. Ich würde es ja am liebsten rausschneiden, aber es bringt ja nichts. Es bringt allen Beteiligten einfach nichts, es rauszuschneiden. Hat mir aber schon mal, beziehungsweise hatte ich schon mal die Überlegung. Kann ich die eigentlich... Ja, vielleicht nicht so. Nee, ich glaube nicht, dass ich die...
Hätte ich auch nicht probieren sollen, weil jetzt fehlt mir ein Trank. Naja, egal. So, du. Ja, aber es fehlt mir an sich tatsächlich ein Trank. Ja, wenn ich hier jetzt keinen Schaden bekomme, dann kann ich da vielleicht noch ein bisschen rein, aber... So, gehen wir mal hier ganz nach vorne. So, sehr schön. Oh, das ist natürlich auch immer doof, wenn er da dann verfehlt. Beziehungsweise werde ich da dann verfehlen, natürlich. So. Rauskommen lassen und draufhauen. Ich hoffe, es reicht eine Kombo. Ja, sehr schön. Und mal wieder die typischen 400. Ich habe von den Typen auch lang keine Ausdauer, Herrgott nochmal. Keine Menschlichkeit bekommen. Verwundert mich so ein bisschen. Vielleicht geben die ja einfach allgemein keine Menschlichkeit. Kann natürlich sein, dass es sich bloß auf Untote beschränkt. Größtenteils zumindest, oder Untotähnlichen. Aber jetzt so Bäume, da eine Menschlichkeit zu erwarten, ja, das ist schwierig. Genauso wie bei den Steinmenschen. Müsste ich aber gucken, ich habe nämlich gar nicht darauf geachtet, ob ich jetzt vielleicht auch Menschlichkeit da oben liegen habe, aber glaube ich auch nicht. Wäre mir, denke ich, aufgefallen. Obwohl, die kommt ja auch einfach so ohne an... Na, ohne Ankündigung. Also man kann ja jetzt nicht wirklich sagen, ob man dann jetzt eine bekommen hat. Oh, ich hatte sogar das Magieschild bloß zum Abwehren, okay. Ah, da war ich aber ganz mutig. So, gehen wir mal hier auf die Armbrust. Wir müssen das Vieh dann leider auch anvisieren. Das finde ich furchtbar, denn das mag ich gar nicht. Und egal was passiert, einfach die Seelen holen. Das ist ja das Schöne, dass es nicht sofort angreift. So, da wären wir bei den 10.000. Wo bist du denn? Ja, treffen sollte man halt auch. Ja, 13 Schaden. Man kann halt auch überhaupt an sich nicht ausweichen und nicht gar nichts. Ich mag die Armbrust nicht. Ich mag auch das Anvisieren nicht, aber das habe ich schon mal gesagt. Viel zu viele Tränke schon wieder. Trotz der Magierüstung. Das war sehr schön. Er zieht, glaube ich, auch immer so ein bisschen auf die aktuelle Position. Das heißt, einfach bloß ein bisschen wegrennen hilft da auch gut. Ja, scheint gut auszusehen. Bisher. Einfach bloß ein bisschen hin und her rennen immer. Und versuchen dann abzuwehren, wenn es nicht mehr geht. Aha. Habe ich diesen Boss etwa durchschaut? Ich hoffe es, weil langsam geht er mir doch ein bisschen auf die Nerven. Also er geht mir nicht auf die Nerven, die Musik ist ja schön, auch wenn sie nicht wirklich was macht. Oh, das ist natürlich sehr nett von dir, dass du da dann... Ja, ich bin auch so doof. Gott, nochmal. Ist schon ein bisschen was... Er macht es aber auch immer unterschiedlich, das muss man, denke ich, auch sagen. Also das letzte Mal war es wesentlich länger, denke ich. Okay, es geht auch so, weil er ziemlich... groß und lang ist. Okay. Das sollte ich halt nicht tun. Sowas sollte ich nicht tun. Da muss ich wirklich... Da muss ich wirklich sagen, gut, okay. Hast verkackt und dann... Oh. Einfach dazu stehen und abwehren, weil das bringt dann trotzdem noch was. Haben wir vielleicht auch das Glück und muss nicht alle abwehren. Wow, ich dachte mir gerade noch, was ist das? Ich hätte wissen müssen, dass es der Laser ist. Man hat kein richtiges Geräusch gehört. Komm, geh noch mal ran, da ist lecker Nektar. Den willst du doch bestimmt. Yam, 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 yam. Schmeckt gut. Nee, 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 das meine ich halt. Umdrehen und abwehren. Ich habe noch 5 Tränke, Herrgott, nochmal. Ja, da wäre er dann, glaube ich, nochmal hingegangen.